Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam the Drive. Ja, wir haben mal wieder eine neue Map, diesmal von Drowsy Sam. Und ja, sie ist eine idyllischere, kleinere Insel. Und ich mag eigentlich Inseln bei Beam the Drive, da man ja schön auf den Fahren hat. Die sind immer so schön. Wer hätte es gedacht? So, mal sehen, wo sie denn ist. Ich finde, zumindest ist der Name unaussprechbar für mich. Ruapehu Rally oder Rally. Mount Ruapehu Rally. The nicest looking rally map so far. Laut ihm steckt er richtig viel Arbeit drin, weil er alleine 4 Stunden für den Wald, weil er alles selbst gepflanzt hat, 3 Stunden lang Straßen und alles texturieren. Das glaube ich ihm auch, weil er ist ein guter Modder. Wenn nicht sogar. Warte kurz. Tut mir leid. Wenn nicht sogar der beste Modder für BeamNG. Hey, no texture. Ich muss aber irgendwie nur hier. Egal. So, den können wir leider nicht benutzen, so gerne nichts, oder? Und dann. Welchen nehmen wir denn dafür? Covered Rally ID? Ja. Check. So, dann einmal Restart. Wollen wir erstmal rüberfliegen? Ja. Ach, Kamera. So, oh ja, die sieht schön aus. Ich würde gerne wissen, wie sie auf den höchsten Settings ist. Die sieht schön aus. Hier hoch den Berg kann man auch. So, dann ganz oben. Das ist die Spitze, ne? Ja. Die Spitze der Map. Hammer geil. Ja, schon nice. Da wäre noch voll gegen den Baumstamm geknallt. Auch mit dem Wasser. Es sieht schön aus. Ist eine schöne Map. Das ist gerade ziemlich laut in meinem Ohr. Dann werden wir einfach mal hier rumfahren. Und ziemlich häufig ins Wasser knallen, denke ich. Nein. Oh shit. War nicht so. Oh shit. Bloß nicht ins Wasser. Bloß nicht ins Wasser. So, und das Auto ist verloren. Wir brauchen einen besseren Wagen, den wir wirklich da. Celica. Der Celica ist gut dafür. Wenn wir jetzt mal nicht die Rallye-Version, sondern die Sporn-Version nehmen. Und hier mal rechts fahren. Boom. Und uns erstmal das Auto kaputt fahren. Weil wir die Kurve nicht eng genug genommen haben. Und jetzt mal rechts. Oh, das ist eine Offroad-Strecke, oder? Ja. Wo ist er? 94 Jeep Grand Cherokee Trail. 44 Zoll. So, dann einmal zurück, bitte. Lol. Da sieht man jetzt hier schon total ein. Also sehr FPS-freundlich ist diese Map jetzt nicht, aber ist klar, ist auch total viel Schattenberechnung natürlich auch dabei. Oh Gott. Ich glaube, der kommt hier nicht wirklich durch, oder? Doch, der kommt hier sogar flüssig durch. Flüssig. Boah, das schafft sie eigentlich perfekt durch. Zwar nicht schnell. Aber warum denn muss es denn immer schnell sein? Nein. So viel zum Perfekt durch. Lassen wir einfach ein bisschen so rückwärts. Jetzt nicht zu weit rückwärts. Kommen wir da hoch. Komm rechts. Los. Zieh schon rechts das Rad. Zieh! Ach da. Wir müssen halt eben aufpassen, dass wir keinen Crash verursachen. Müssen wir versuchen, schräg zu werden. Also schräg den Wagen zu machen. Das ist nur leichter gesagt als getan. Komm, du hast es doch fast. Zieh schon. Oh, jetzt gehen wir zu weit runter. Eindeutig zu weit. So, hier schafft das hoch und etwas rein. Ah, ne, das schafft er nicht. Egal.
Wir können ja mal mit dem ein bisschen fahren, ne? Oder ne, wir nehmen den Monster Van. Monster Van. Boah, wir haben so viele Autos mittlerweile. Oh shit. Er rollt. Monster Van. Mini Monster, Monster Van. So, mit dem schönen Monster Energy. Wow. Mit der schönen Monster Energy Lackierung. So. Oh Gott, das fühlt sich komisch an, so zu fahren. So, ja, der mit dem dachte ich mir schon, dass es sich mit dem hier drauf gut fährt. Au. Weil der natürlich ziemlich hoch ist. Ist das Stein oder Wasser? Stein. Nice. Haben wir länger nicht gemacht. Manche wissen vielleicht jetzt schon, was ich meine. So. Wenn immer die Cessna 120, die haben wir auch jetzt so lange nicht benutzt. Boom. Erstmal schön gegenknallen. Okay, die will nicht. Cessna 172. Skyhawk, bitte. Mann, sind wir weit gekommen. So. Vielleicht können wir können ja mal wieder versuchen, durchs Wasser zu starten. Okay, die Flügel gehen echt leicht ab. Rückwärtsgang for the win. Ja, und ich weiß, es sind Tragflächen, keine Flügel. Ach nee, das wäre. Ich dachte gerade, das wäre so schräg. Also es wäre gerade, meine ich. Müssen wir wohl oder übel hier starten. Hier könnte es was werden. Solange wir jetzt schnell genug hochkommen. Boah. Das Problem ist natürlich, aber so knallen wir natürlich gegen die Bäume. Ah! Aua. Da bleibt wohl nichts anderes übrig als dieser Start. Boah, das muss mit Oculus Rift so geil sein. Den hätte man eigentlich ja schon für Oculus Rift Flugsimulator. Boah, das war knapp. Oh ne. Das sah man schon vor weitem, dass das nichts wird. So, und jetzt. Wie schlimm wird's? Es geht, würde ich mal sagen. Schafft das aus dieser Höhe zu gleiten? Nee. Oder, komm. Zieh hoch. Au. Das war nicht so toll. Mit hier ist doch langweilig, wenn man die Kopf hört. Boah, seht ihr, wie sich die Tür bewegt? Aha. So, und jetzt hier. Langsam, aber sicher, bitte. Hoch. Ich sag nicht umsonst sicher. Oh, jetzt geht's in die andere Richtung runter. Oh. Irgendwie geil aus. Oh ne, Baum. Okay. Komm, wir versuchen nochmal durchs Wasser zu fliegen. Oh, das war zu spät hochgezogen. Wie der aussieht. Wie die aussieht, die Cessna. So, okay, jetzt. Wassermanöver. Hey, es geht. Und weil einer gefragt hat, ob es auch mit der Cessna 120 geht.
so jedenfalls nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die mal steuert. Weiß ich echt nicht mehr. Ach so, ja. Okay. Hochziehen. Da geht's auch, wie ihr seht. Oh. Genau, fliegen einfach mal mit der ein bisschen. Nein, so. Boah, die ist um einiges. Ist eine ziemlich große Herausforderung zu fliegen. Wenn man da viel mehr Tasten bedienen muss. Und vor allen Dingen auch ungewohnt. Dass die man nicht gewöhnt ist. Und weil sie einfach mal keinen Speed kriegt. Können wir später hochziehen? Jetzt hochziehen. Und jetzt knapp über Wasser. Naja, so knapp war es nicht. Komm, wir machen es knapp. Boah, knapp über Wasser. Ja, ich weiß, da war eine Berührung. Oh, wogegen sind wir geknallt? Ich weiß es nicht. Komm, flieg. Flieg, 9, 9, 9, 9, 9. Das war so gut. Wir waren aber gar nicht so schlecht. So, und jetzt bitte wieder erstmal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Sag ich zum Flugzeug, dass es bitte Fahrt aufnehmen soll. Logisch. Komm, da dürfen wir aber durchpassen. Vor allen Dingen ist auch schaffen vom Speed her. Oh, das war knapp. Da haben wir gerade ein bisschen Rasenmäher gespielt. Mit unseren Tragflächen. Hier kann man durchgucken. So. Lol, was? Kann mir einer sagen, warum wir da aufgeknallt sind? So. Voll das Stealth-Flugzeug. Wer erwartet im Flugzeug bitte, dass es aus Wasser kommt? Speed of... Wow! Was haben wir denn getan? Ach, ist hier die Grenze? Ja, die Wassergrenze ist hier. Autsch. Da hat es, glaube ich, zerrissen. Boom. Schön, ne? Ich sag wieder Boom. Warum sage ich wieder Boom? Seit gestern mache ich das wieder. Darf ich nicht tun. Manche mögen es zwar, aber der größte Teil mag es nicht. Und ich verstehe auch, warum ich mögt. Oh. Das finde ich ein bisschen schade bei der anderen Cessna von Jersey Sam. Halt eben, das ist zwar realistischer, vielleicht nicht so schnell, aber dass halt eben die Tragflächen abfallen. Weil das ist halt eben schon geil, wenn man so beschädigte Tragflächen hat und dann versucht, mit denen trotzdem noch zu fliegen. Ich weiß gar nicht jetzt, wo wir hinfliegen wollen. Auf jeden Fall jetzt nicht zu steil nach oben. Auch nicht gegen den Berg. Boah, diese Maschine hat einfach mal null Kraft, Mann. Oh. Boah, das wird denn ja verrückt machen. Stell dir mal vor, ihr fliegt so. Dann wabbert euch die ganze Zeit das Teil davor. Oh, Feldstraße. Schön aus. Hey, das ist die Sonne. Oh Gott. Wo habe ich woanders hingeguckt? Wir tun mal so, als hätten wir diesen Aufprall ohne Schäden überlebt und versuchen, das Ding weiterzufliegen. Warum knallt der da auf? Ich weiß nicht, wo der da aufknallt. Es ist auf jeden Fall... Wir stehen irgendwo drauf. Wir stehen. Deswegen konnte Jesus übers Wasser laufen. Er war auf einer Map von Drowsy Sam. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer GCG.